Ja Leute, es ist wieder passiert und zwar wurde ich von einer Person auf Twitter hackgesatet. Er scheint ja inzwischen schon gang und gäbe zu sein, irgendwelche YouTuber als Hacker zu beleidigen und da kam dieser Twitter-Screen hier zustande. Aber der bringt mich auch gleich auf ein neues Thema und zwar, was könnte man eigentlich wirklich gegen Hacker machen? Weil es sagen zwar viele Leute, dieses Server-Team kriegst nichts geschissen, nur Hacker drauf. Aber was kann ein Server-Team an sich eigentlich wirklich gegen Hacker machen? Und die Antwort darauf ist, nicht wirklich viel. Sie können zwar die Hacker wieder wegbannen, jedoch können sie halt immer einfach eine neue IP haben und dann halt einfach weiter hacken mit einem anderen Account und ähnliches. Und wirklich viel machen kann man gegen Hacker eigentlich mal so gar nicht. Das einzige, was man halt machen könnte, ist, dass Mojang selber mal irgendwas gegen die Hacker macht oder gegen die ganzen Hacklines und dass Mojang selber das halt macht. Das Problem bei der Sache ist, Mojang kümmert sich um sowas relativ gar nicht. Stattdessen bringen sie einen April-Scherz raus, wo sie die Texturen von einem 1.12-Pack editieren oder von den 1.12 Texturen, die Default Texturen editieren sie da. Mojang bringt ja auch in letzter Zeit keine wirklichen Updates mit. Ja, und man kann eigentlich nicht wirklich viel gegen diese Hacker machen, weil an sich können diese Hacker halt einfach immer wieder einen neuen Account nehmen, IP ändern und das Server an sich kann ja nicht viel machen. Außer natürlich das Anti-Cheat irgendwie ein bisschen verbessern, dass die halt nicht so extrem hacken können. Aber wirklich viel gegen Hacker können die nichts machen, weil sie kommen einfach wieder mit einem neuen Account. Und er hier hat leichten Investoren. Der Typ spielt auf jeden Fall mit Investoren. Schon wieder ein schönes Beispiel, weil wir hier wieder ein... Gut, was bringt... Ganz im Ernst. Was bringt es dir mit Invest zu spielen? Man merkt es einfach so scheiße offensichtlich. Was bringt es dir, mit einer erhöhten Range zu spielen? Jetzt mal ganz im Ernst, Dude. Gott, ist sowas ein Abfuck. Da frage ich mich auch, was es solchen Leuten wirklich bringt, einfach mit Invis zu spielen und sich selber zu betrügen, weil entweder spielst du dieses Spiel halt richtig, indem du Slated spielst, oder du hackst halt rein, okay, gut. Aber ich finde wirklich Leute, die irgendwie mit einem Obvious Client reinhacken, immer noch besser als solche Invis-Kinder wie er hier jetzt. Du bist einfach lächerlich. Es nervt so krass, diese Invis-Kinder. Und da ist ein Obvious Hacker, Mann. Aber das Problem ist, wir sehen jetzt zwar, oh Gott, shit. Wir sehen jetzt zwar, dass da eben diese Hacker in der Runde waren, aber der Server kann halt nicht viel machen, weil das Einzige, was er machen kann, ist diese Leute halt wegbannen. Danach können sie halt einfach ihre IP ändern und einen neuen Account kommen. Und was mich eigentlich gar nicht so abfuckt, diese ganzen Obvious Hacker, die finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil sie nehmen das Spiel nicht ernst, aber sie hacken halt einfach Obvious und sagen von sich selber halt, sie nehmen das Spiel nicht ernst. Und, also sie spielen das Spiel nicht richtig und... Und das finde ich halt einfach, ich sage jetzt nicht null schlimm, aber ich finde es auf jeden Fall nicht so schlimm wie und ich hasse diese Leute, die einfach den ganzen Weg vor mir blöcken spammen. Super. Aber diese Invis-User verstehe ich halt einfach nicht. Wenn man das Spiel halt nicht kann, dann gut, dann soll man halt entweder üben, besser werden, keine Ahnung. Oder es gar nicht erst spielen. Oder dann hackt man halt irgendwie, dann hacken die Leute halt obvious rein. Okay, finde ich einfach nur trotzdem scheiße, aber finde ich besser als wirklich so eine Invis-Userei. Und... Ja. Und es wird immer, also es wird nie einen Server geben, der ein Anti-Cheat entwickeln kann, das wirklich 100%ig safe ist. Weil es werden immer neue Coder oder so hinzukommen, die irgendwelche Hacklines programmieren. Und es wird auch nicht nur das Anti-Cheat ständig überarbeitet, sondern halt auch die Hacklines von den jeweiligen Leuten. Und ein Server kann an sich eigentlich gar nichts machen, außer halt immer am Anti-Cheat zu arbeiten, aber die Coder arbeiten. Und falls ihr das nicht wisst hier, wenn man hier auf Glas platziert, platziert man dann den Block, also... Nicht, dass das ja wie bei Mrs. DNA kommt, dass er dafür irgendwie die Wand baut. Entschuldigung, das war bei Oma noch und nicht Mrs. DNA. Weil das dann irgendeinem Zaun so einen Block platziert hatte. Aber ja, falls ihr irgendeine Idee habt, was man denn überhaupt machen könnte als Server-Team, um irgendwie etwas gegen Hacker zu machen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, aber es wird nichts Effektives geben. Wo noch auch schon viele Leute gefragt haben, ist so ein Jitter-Tutorial. Aktuell habe ich aber keine Kamera, womit ich irgendwie so ein Jitter-Tutorial aufnehmen kann. Okay, irgendwann kann ich gerade die Rüstung nicht anziehen. Aber ich weiß gar nicht, was man bei dem Jitter-Tutorial wirklich machen sollte. Also wenn man da einfach nur selber zeigt, wie man selber jittert. Es ist halt einfach mega schwer erklärbar, wie man... Oh Gott. Und wieder so online gespielte erste Runde Minecraft. Und das ist halt einfach echt schwer erklärbar. Man muss halt einfach, keine Ahnung,
an und es ist halt einfach echt schwer erklärbar. Aber bei einer geeigneten Kamera werden dann nachher auch Videos kommen, wie halt vielleicht mal so ab und zu irgendwelche Vlogs oder sowas. Aber auf jeden Fall wird auch mal sowas kommen wie Handcam, so ein kleines Setup tun. Das wird auf jeden Fall alles noch kommen, nur dafür brauche ich halt erstmal eine geeignete Kamera, um das alles aufzunehmen. Aber das wird auf jeden Fall alles mal kommen, auch so eine Roomtour, Setup-Tour, etc. Aber was auch schon zu viele Server-Teams irgendwie die Idee hatten, dass sie irgendwie einen eigenen Client rausbringen, wie halt zum Beispiel einen Badline-Client, womit es dann halt nicht möglich ist zu hacken. Jedoch müssten dann wirklich alle Server-Teams miteinander kooperieren, dass sie halt eine Minecraft-Version für alle rausbringen, die dann halt wirklich auf jedem Server genutzt werden kann. Und ich glaube, da würden sich die Devs von den ganzen Server-Netzwerken auch so ein bisschen in die Wolle kriegen, weil es dann halt Devs aus irgendwie 6 verschiedenen Teams oder 7 verschiedenen Teams sind. Und allgemein, dass jeder mit einer ausgewählten Minecraft-Version spielt, kann man auch nicht von der Community erwarten, dass man dann eine Minecraft-Version für alle hat und nur mit dieser Minecraft-Version halt auf den Server kommt. Das wäre wirklich das erste oder das einzige Szenario auch, dieses komisch ausgesprochene Wort war einzige, wie man es irgendwie schaffen könnte, dass überhaupt keine Hacker mehr auf irgendwelchen Servern existieren. Aber sowas wird es wahrscheinlich nie geben, weil die Servernetzwerke nicht miteinander kooperieren werden, also nicht alle auf einmal. Und man müsste dafür jeden Spieler dann aufzwingen, diese Minecraft-Version zu benutzen. Und da wären auch viele wiederum dagegen. Aber anders kann man es eigentlich nicht wirklich machen, weil du kannst zwar das Anti-Cheat verarbeiten, aber du kannst das Anti-Cheat nur nie so überarbeiten, dass es perfekt ist und nur 100%ig gegen Hacker ist und nicht gegen normale Spieler, die vielleicht kurz geleckt haben oder so. Sondern du kannst das Anti-Cheat nicht so überarbeiten, dass jede Sache, die man halt in einem Hacklight machen kann, nicht mehr geht, weil eh ständig die Hacklines überarbeitet werden, also ständig die Coder an irgendwas Neuem arbeiten. Und genauso viele Leute, die für das Anti-Cheat zuständig sind, fünfmal so viele Leute coden irgendwelche Hacklines. Deswegen sind eigentlich tatsächlich die einzigen Leute, die irgendwas gegen diese Hacker machen können, Mojang. Und Mojang kümmert sich wirklich nicht extrem gut um die Community, wenn man es mal nett ausdrücken will. Und warum hatte der Zuckerrohr? Von da unten anscheinend. Weil halt auch, oh Gott, war das dumm. Weil Autoklicker auch schwer von irgendwelchen Leuten zu unterscheiden ist, die halt einfach nur rein abusen oder sowas. Und er timet irgendwie so ein bisschen. Und sowas ist halt auch einfach schwer zu gucken, ob das jetzt Hacks sind, also ob das jetzt Autoklicker ist oder Legit. Deswegen wird Minecraft allgemein nie irgendwie hackerfrei sein können, wenn Mojang da nicht irgendwas macht. Und es sind ja aktuell echt ziemlich viele Hacker in Minecraft unterwegs. Und würde mich freuen, wenn du mich nicht überläufst, sondern zu mir kommst. Dankeschön. Und zusammengefasst kann ein Servernetzwerk einfach überhaupt nichts machen gegen diese Hacker, weil sie ändern einfach ihre IP und kommen dann mit einem neuen Alt-Account. Und was soll man denn dagegen als Servernetzwerk machen? Das Einzige, was du machen kannst, ist diese Hacker permanent immer wieder wegzubannen, bis sie keine Accounts mehr haben. Aber keine Ahnung. Sowas wie Altlists oder so gibt es ja anscheinend unendlich. Deswegen kann man wirklich nichts gegen diese Hacker machen. Ey, Dude, komm bitte, du sandwichst mich und stackst dich da mit, oder was? Das ist euer Ernst? 3 Leute sind gerade über meiner Base. 3 Leute! Komm. Jetzt komm bitte wenigstens rauf und camp dann nicht so ewig. Och, Junge, es ist so lächerlich, was du da abziehst, ne? Und man kann wirklich als Servernetzwerk einfach überhaupt nichts machen. Die einzigen, die irgendwas machen können, sind Mojang. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben, aber es wird leider nichts geben, was ein Servernetzwerk gegen Hacker unternehmen kann. Es wird immer Hacker geben, es wird immer irgendwelche Invis-Client-User geben und... Ach man, ich spiele gegen 2 Abuser mal wieder. Aber ich werde immer noch keinen Bock haben, irgendwie auf Abuse oder auf CPS zu gehen, weil ich halt einfach keinen Bock habe auf dieses CPS-Gespitze. Ja, deswegen werde ich immer noch bei meinem Jetham bleiben. Aber bevor diese Leute jetzt irgendwie haten, also die irgendwie so ein Hate gegen das Gommel-Team, gegen das Neox-Base-Team oder sei es gegen das Team-Oya-Team, die irgendwie so ein Hate haben und sagen, ach Gott, jetzt das Web da rein. Das Server-Team kann ja gar nichts, da sind ja only Hacker drauf. Schreibt mal einmal in die Kommentare, was soll man denn gegen Hacker machen? Also jetzt an die Leute, die gegen solche Server-Teams haten. Was soll man denn machen? Wenn du das Anti-Cheat immer wieder neu updatest, dann wird es auch, du kannst das Anti-Cheat nicht so updaten, dass es wirklich nur 100% gegen Hacker ist und alle Legits davon 100%ig nicht betroffen sind. Denn es werden ständig irgendwie neue Hacklines gecodet, irgendwelche anderen Hacks oder sowas, es wird ständig irgendwas Neues gecodet, auch von den Minecraft-Codern. Und als wirklich Entwickler, also als Developer kommst du da einfach nicht hinterher, als Developer für Anti-Cheats. Weil es wird einfach nur ständig was Neues gecodet. Und wir versuchen jetzt noch ihn hier schnell zu killen. Zack und weg. Das war dann der Runde. Aber eure Meinung zum Thema würde ich mal interessieren. Oder dass ich heute schon wieder von irgendeinem Twitter-User und dass ich natürlich wieder von irgendeinem Twitter-User ge... Hier was?
Und dass ich von irgendeinem Twitter-User gehackusated werde und jetzt ist mir erstmal dieses Wort eingefallen. Aber ich finde auch, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat, sollte man keine öffentlichen Tweets irgendwie machen mit du hältst, guck mal die Videos hin oder so. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man sowas am besten einfach lassen und springen lieber runter, weil da kommt einer zu mir. Aber wie gesagt, an die ganzen Leute, die da so rumhaten, was kann dieses Server-Team? Schreibt mal bitte irgendeine Idee in die Kommentare, was man denn gegen Hacker machen könnte. Weil aus meiner Sicht kann man wirklich einfach überhaupt nichts gegen Hacker machen. Dort müsste wirklich Mojang selber mal aktiv werden und eingreifen. Aber Mojang ist ja schon seit einiger Zeit oder macht ja wirklich nicht mehr wirklich viel für die Community. Und es ist halt anders wie bei Fortnite zum Beispiel. Das wird es schon ab, mein Lieber. Deswegen, falls ihr wirklich irgendeinen Vorschlag habt, wie man denn was machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde, es gibt keinen Vorschlag, es gibt wirklich keinen sinnvollen Vorschlag, was man gegen Hacker machen könnte, weil das Einzige, was man wirklich machen könnte, ist, mit, dass Mojang halt irgendwas dagegen macht, weil man kann halt einfach nur einen alten Account nehmen, dann ändert man die IP und zack, ist man wieder auf dem Server aktiv und da kann wirklich kein Netzwerk irgendwie was gegen machen und da haben sie auch überhaupt nicht die Möglichkeiten. Die einzigen Leute, die da irgendwie die Möglichkeiten hätten, wären halt Mojang selber, aber sie machen kaum was für die Community und ich glaube kaum, dass sie da irgendwas machen werden. Und ich sollte mal nicht so viel reden im Fight, sondern sollte ihn jetzt einfach mal kurz töten. Deswegen einmal kurz konzentrieren und den Typ einmal kurz töten. Und dann musste man... So, und komm, redet mal nicht, muss man sich einfach ein bisschen... Oh Gott, spam doch den Chat nicht voll mit deinem ekelhaften Auftext. So, und kaum redet man nicht und konzentriert sich ein bisschen, gewinnt man noch die First Round gegen zwei Leute, die halt schon ein bisschen krass gesandwiched haben. Aber ja, das passt auf jeden Fall mit der Runde. Mich würde eure Meinung interessieren, deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare. Habt noch einen schönen Tag und ciao!